Und herzlich willkommen zu einer weiteren Produktvorstellung. Diesmal geht es um den neuen iStick TC100W aus dem Hause eLeaf. Temperatursteuerung für alle Drahtsorten, die man sich so wünschen kann. Nickel, Titan, Edelstahl, Firmware-Update fähig per USB, 2x18650er Akkus. Schauen wir uns jetzt mal im Detail an. In dieser Verpackung wird der iStick TC100W geliefert. Abbildung auf der Front, auf der Rückseite der übersichtliche Packungsinhalt, ein bisschen Marketingtext. Der Packungsinhalt ist dann eine Bedienungsanleitung, die in mehreren Sprachen, unter anderem auch in Deutsch, euch das Gerät erklärt. Die Funktionen wie Vaping, Stealth On, Off, Feuertaste, Sperren und so weiter. Und dann ein USB-Lade- und Datenkabel, denn der iStick TC100W hat auch die Option, die Firmware zu aktualisieren. Habe ich noch bei keinem eLeaf-Gerät bisher gemacht, aber wird auf alle Fälle spannend, was denn da so kommen wird. Und dann bekommt ihr natürlich den iStick TC100W. Und den gibt es in verschiedenen Farben. Hier die schwarze Variante. Das hier ist die silberne Variante und es gibt noch eine weiße Variante und wir gehen dann auch gleich mal das Gerät von den Funktionen her durch. Sie sind beide logischerweise identisch, aber bevor wir da reingehen, mal einen Größenvergleich. Den 100 Watt iStick, das ist der Vorgänger, den gibt es auch noch separat. Der ist ohne Temperatursteuerung und der ist merklich größer, auch beide mit 2x18650er Akkus. Wobei bei dem neuen Gerät wirklich die 22 mm Verdampfer am besten passen und hier durch diese große Fläche bei dem normalen 100 Watt können natürlich auch Monster-Verdampfer drauf gepackt werden. Preislich sind sie fast ebenbürtig. Ich weiß gar nicht, wie der 100 aktuell gehandelt wird, aber für weniger als 40 Euro bekommt man auf alle Fälle das neue Gerät. Gehen wir das Gerät einfach mal durch. Wir haben einen Edelstahl 510er, der gefedert ist. Hier oben haben wir den mechanischen Lock, also sprich, wir haben ja einen versteckten Feuertaster, den schauen wir uns gleich noch an. Momentan, wenn ich jetzt hier drücken will, dann kann ich das. Und zum Sperren einfach diesen Schalter und dann geht kein Drücken mehr, sprich, das Auslösen wird verhindert. Ihr müsst also keinen Tastensperrer machen, sondern habt hier diesen wirklichen Lock, weil der Knopf ist ja hier versteckt hinter dieser Abdeckung. Wir machen den mal ab. Und dann sieht man hier, das ist der Feuerknopf und der lässt sich dann logischerweise eindrücken oder eben, wenn es anders gestellt ist, dann nicht. So, man kann das Gerät mit zwei Akkus betreiben, man kann aber auch nur mit einem Akku das Ganze betreiben. Mit einem Akku kriegt ihr bis zu 75 Watt Leistung, mit zwei Akkus dann bis zu 100 Watt. Das Gerät unterstützt den klassischen Wattmodus, aber auch Temperatur und zwar für alle Geräte, für alle Drahtsorten. Also sprich Nickel 200, Edelstahl, Titan, alles kein Problem. Und das finde ich schon mal sehr gut, weil ich immer mehr mit Temperatur und in Verbindung mit Edelstahl mache. Auf der Frontseite haben wir dann auch die Bedienknöpfe. Plus, Minus sollte klar sein. Feuerknopf ist der hier, den habt ihr ja gesehen. Und hier ist die Menütaste. Mit der Menütaste drückt ihr einfach drauf, jetzt ist Wattmodus, dann drücke ich drauf, dann ist Bypass, das heißt mechanischer Modus, die Leistung der Akkus wird auf die Wicklung bzw. den Verdampfer übertragen und was dann letztendlich rauskommt, regeln die Akkus und eure Wicklung, nochmal drauf drücken, dann sind wir im Nickel-Temperaturmodus, Titan, SS steht für Stainless Steel, also Edelstahl. Und dann gibt es noch die Optionen M1, M2 und M3. Das ist der TCR-Modus, wie eLeaf ihn nennt. Temperaturkoeffizient des Widerstands. Also den könnt ihr dann mit den verschiedenen M1, M2, M3 nach euren Vorlieben einstellen, wenn ihr das dann machen wollt mit speziellen Drahtsorten. Also auch hier bietet eLeaf die Möglichkeit, mehr zu machen als rein Edelstahl, rein Titan und rein Nickel 200. Und dann drücken wir nochmal auf die Menütaste, dann kommen wir auf 2, 3 und dann geht es wieder zurück auf den Wattmodus.
um die Verstellung von hoch und runter, was wir ja hier machen können, zu sperren, drücken wir Plus und Minus gleichzeitig, so lange bis Lock im Display erscheint. Jetzt können wir feuern, aber wir können nicht mehr die Watt oder die Temperatur verstellen und dann einfach wieder so lange drücken, bis Unlock dort steht und dann könnt ihr das Ganze wieder verstellen. Den Feuertaster sperren und entsperren, wie gesagt, geht hiermit. Wenn ihr das Display ausrichten wollt, also sprich, dass es in die andere Richtung geht, macht ihr das Gerät aus und dann drückt ihr die Up- und Down-Taste, während das Gerät ausgeschaltet ist, und dann ändert sich die Ausrichtung vom Display, wie ihr es haben wollt. Und dann macht ihr logischerweise wieder das Gerät an und dann könnt ihr wieder ganz normal dampfen. Und wenn ihr Stealth-Modus haben wollt, also sprich, dass das Display nicht leuchtet, während ihr feuert, drückt ihr den Feuerknopf und die Down-Taste gleichzeitig, so lange bis Stealth on steht oder Stealth off, je nach euren Wünschen. So, jetzt habt ihr ihn gesehen, den neuen iStick mit 100 Watt. Ich habe den silbernen jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und das Ding ist sehr zuverlässig. Sprich, ich dachte erst, versteckter Feuerknopf, ob das eine gute Sache ist. Es ist eine gute Sache, weil ich komme nicht durcheinander. Drücke ich vorne, funktioniert. Drehe ich ihn um, drücke ich dagegen. Er feuert jedes Mal. Null Auslöseverzögerung, also wenn ich einfach drauf drücke, das Ding lädt sofort los. mm Verdampfer im Gegensatz zu dem iStick passen hier am allerbesten drauf. Natürlich kann man noch größere drauf machen, haben dann aber einen Überhang. Ihr könnt zwei Akkus verwenden oder nur einen, dann könnt ihr halt nur bis 75 Watt gehen. Wenn ihr zwei Akkus reinpackt, dann hält es dementsprechend auch länger, je nachdem. Ich dampfe hier zum Beispiel den Steam Crave ganz human bei 25 Watt und der hat einen Widerstand von 0,17. Funktioniert tadellos und bisher Verarbeitung, fühlt sich gut an, Lüftungsschlitze, alles was man eigentlich so braucht. Die Magnettüren wackeln nicht, also die wabbeln nicht, es funktioniert einfach wie es soll, will ich damit sagen. Gut, habt ihr Fragen zum iStick 100 TC100W, so heißt er, TC100W, also das ist der iStick 100 TC100W, dann ab damit in die Kommentare und ich versuche die wie immer so schnell wie möglich zu beantworten. Ich wünsche euch was, bis demnächst.